Wir wollten eine Uhr herstellen, die sicher und robust ist. Heute ist Tertina der moderne Ausdruck von Sportlichkeit. Mein Name ist Alfred Kurt und das ist die Geschichte von Tertina. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird im Kanton Solothurn die Uhrenindustrie etabliert. Ursprünglich ein Bauerndorf, wird Grenchen zu einem weltweiten Zentrum der Uhrenproduktion. 1888. Am Wohnhaus der Eltern beginnt mein Bruder mit der Produktion von Uhrenteilen. Ein paar Jahre später komme ich hinzu. Die Firma erhält den Namen Kurt Frère. Um 1906 sind wir in der Lage, komplette Uhren herzustellen. Technisch von höchster Qualität. Sie erhalten den Namen Grana, abgeleitet vom lateinischen Grenchen. Als eine der ersten bieten wir Armbanduhren an. Überall in der Schweiz entstehen moderne Fabriken. Unsere Manufaktur wird nach und nach ausgebaut. Die zweite Generation von Kurt Frère setzt strategisch auf die komplette Uhrenherstellung. Aus diesem Grund kommt Tertina auf den Markt. Tertina, die sichere Uhr. Ein Brand für die Welt. Die Schweiz exportiert 95% der Uhren. 1959 platziert Tertina einen Welterfolg. Das DS-Konzept wird eingeführt. Doppelte Sicherheit bedeutet eine nie dagewesene Stoßsicherheit und eine hohe Wasserdichte. Die Konstruktion stammt aus dem eigenen Haus. Ein exakt elastischer Stoßdämpferring macht das Uhrwerk schwebend. Eingebaut in einem höchstresistenten Uhrengehäuse, zweifach gesichert. Die DS wird die widerstandsfähigste Uhr der Welt. Die Schildkröte ist das beste Symbol für Schutz im Wasser und gegen Stöße. Ist die DS allen Strapazen gewachsen? Die Erstbesteigung des Daulagiri durch ein Schweizer Team 1960 ist der erste erfolgreiche Härtetest. Extreme Unterschiede in Druck, Höhe und Temperatur. Die DS wird zum treuen und sicheren Begleiter. Wenig erstaunlich, dass sie beste Dienste bei Luftsprüngen leistet. Auch Experimente unter und über Wasser erteilen der Uhr Bestnoten. Im Gebirge, im freien Fall oder im Element Wasser. Die Tertina DS besteht alle Bewährungsproben. Jeder Härtetest soll von Erfolg gekrönt sein. Wo besser kann dies demonstriert werden als im Sport? Tertina als Zeitmesser. Die Verbindung zwischen Mensch und technisch höchsten Ansprüchen. Tertina etabliert sich als Sportmarke. Besonders der Motorsport wird gesponsert. 2005 steigt Tertina in die Formel 1 ein. Tertina ist Gründungsmitglied der heutigen Swatch Group. Gleich geblieben ist der Qualitätsanspruch der Uhren. Wasserdicht, kratzfestes Glas, stoßgesichert. Die Marke Tertina boomt. Garantiert mit doppelter Sicherheit.